Herzlich willkommen zu diesem Part meines Destiny 2, die Hexenkönigin Let's Plays. In diesem Part werden wir den Dämmerungszweig, die verdrehte Säule, auf Held, ja, Held machen und damit weiter geht's. Also gut, dann los geht's hier. Also wir. Ja. Also starten wir auch wieder mal am normalen Start von der Mission. So. Ja gut, hat scheinbar getroffen. Sehr gut, ab an den Konflikt, den er wahrscheinlich eh schon gehackt hat. Da zumindest einer von denen halt. Ja gut, das wäre natürlich die schlaue Option, das jetzt zu machen, aber andererseits juckt mich auch zu wenig. Also ab über die normalen Plattformen. Und dann halt ab dadurch. Gut, Dinge, die komplett offensichtlich sind, aber andererseits. Welcher Let's Player macht nicht so offensichtliche Kommentare? Also ich glaub's mal nicht. Jedenfalls kennt mal keinen, der es nicht tut. Sagen wir es mal so. Und andererseits kann er kennen, der so komische Geräusche von sich gibt, wie ich teilweise hier zwischendrin. Na gut, komische Geräusche im Sinne von nur Schlucken oder sowas. Aus Gründen, die passieren. Dass ich einfach mal so stehen. Ich eh zu unnötig drauf angehe. Naja, was soll's. Ding. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter und dann hat sich das auch gleich. Hoffentlich auch mit diesen Kommentaren, die hier einfach viel zu planlos sind. Aber egal. Einfach ab hier durch und dann halt eben die Gegner ja platt machen, wie sonst auch. Oder eben auch die Champions. Das geht natürlich auch. Einfach mal alle drei Psions erledigt oder vier, auch gut. Ja gut, hier haben wir schon mal einen Barrieren-Champion. Den kann ich schon mal nicht so leicht erledigen. Und ist hier unten noch was? Natürlich, das ist noch ein unaufhaltsamer. Die kann ich halt gerade wegen der Rüstung nicht ausschalten, also halt weil ich die Zollesis-Rüstung noch anhab für die Woche. Ja, okay, dann müssen wir halt einfach die zerstören. Naja, wie soll man sie sonst machen? Bitte schön. Okay, ne. Schnell da hoch ein. Das Dorf ist jetzt gerade anders knapp. Also kommt her. Vor allem, wie ist das so ein Ding, dass ich hier so Probleme habe? Aber dann halt einen anderen, sogar noch schweren Modi, ich mich sogar noch besser schlagen kann. Ja, aber danach ist jetzt hier wirkt es irgendwie ein bisschen entspannter als in den anderen Sachen. Wie halt zum Beispiel in Witch Queen 58 oder halt eben Gesamtpart 500 mit dem Legenden-Sabaton ran. Ja. Und da halt eben dem zerbrochenen Thron-Dungeon. Als sowas halt. Ja gut, letzteres war ja auch nur halt eben teilweise sichtbar im Kampf gegen Dul Inkaru. Mein Gott, bin ich hier unsicher oder was ist? Oder was ist hier los gerade? Na egal, kann einfach sein, dass ich halt einfach komplett kaputt bin. Also halt eben in dem Sinne, dass ich halt so schaffmäßig unterwegs bin. Keine Ahnung. Kann alles sein, ist aber auch nicht halb so wild. Im Großen und Ganzen hält sich ja trotzdem nicht davon ab, hier diese Part zu machen. Aber nach jetzt, was auch immer, juckt ja eh keinen. Ich bin, wer guckt ja schon. Ach komm, du elendige Sau, tschüss. Also ab zur Baustelle. Und dann halt eben die, wie heißt sie, diese zwei Typen da ausschalten. Halt auf jeden Fall die halt eben unseren weiteren Weg blockieren. Sieht man ja gleich. Also, hier halt. Ja, macht. Ja, natürlich werden sie es. Ach, wirklich? Und ich dachte, das würde mal nicht. Ja, nacheinander machen. Okay, was ist denn hier schon wieder? Warum? Was hat mich hier gerade nochmal getroffen? Wie
oder eher gesagt, wo hat, ist dieser Legionär hergekommen? Ja gut, jetzt darf ich hier natürlich warten, bis ich hier aber da weitermachen kann. Ah ja. Was auch immer. Also gut. Gut, jetzt kann ich mich halt hier um den kümmern. Oder der, ja. Natürlich. Wenn wir was selbst machen und selbst das geht dann nicht wirklich. Schön. Ja, natürlich. Was denn sonst? Ich meine, als ob das irgendwas anderes, als ob man hier irgendwas anderes machen müsste. Okay, was ist hier schon wieder los? Ja, und tschüss. Einfach komplett hier alles ausgeräumt, aufgeräumt. Verpiss dich. So, den Barriere-Champion haben wir auch hier weg. Jetzt kommt hier natürlich wieder ein unaufhaltsamer. Richtige Variation, die hier kommt. So. Weg. Und jetzt dürfen wir wieder hier aufräumen. Der hat gesagt, halt Tierfinger spielen. Auf diese anders gestörte Art. Naja. Was soll's. Und da haben wir das Transitsystem schon wieder fast komplett. Macht eigentlich so gar keinen Sinn, hier so nah ranzurennen. Aber ich mach's trotzdem, weil ja natürlich passiert, mache ich das. Irgendwie würde ich ja sagen, komme ja relativ gut hier durch. Zumindest kommt es mir immer so vor. Weil es irgendwie so aussieht, als hätten wir hier keine großen Probleme. Ich glaube, das passt so. Ja, sieht zumindest so aus. Okay. Ist aber leicht. Wieso ist das Spiel so laut hier, verdammt nochmal? Ich will jetzt alle wirklich lauter reden, weil zum einen kann ich das momentan eh nicht so hin, und abgesehen davon ist schon relativ spät. Also ja. Beides nicht so angenehm. Okay, das soll mit sowas von nach hinten losgehen. Oder nicht. Auch gut. Hab ich gerade Punkte dafür bekommen, das Ding zu erschießen, oder was? Naja, was soll's, auch gut. Ab hier durch und dann einfach den anderen dort drüben wiederbeleben. Die können sich ja gerne um den kleinen Rest kümmern, wenn's die wirklich interessiert. Mich persönlich stört es jetzt nicht so, die nichts dingen zu lassen. Streckt dann nicht ohne dich die Parts wirklich, und das ist eh so, auf dich keinen Bock mehr ab, so Dinge unnötig lang zu machen. Was war das gerade, bitteschön? Für ein Voice Crack oder was auch immer. Naja, keine Ahnung. Ja, die holen sich wahrscheinlich noch da drüben Punkt oder sowas. So. Ja, soll ich jetzt hier da runterspringen? Ich weiß es nicht wirklich. Ja gut, kommt da mal irgendwer von denen oder was jetzt hier los? Ja. Okay, dann hat er es gemacht. Ich jedenfalls wollte jetzt erstmal warten, bis sie wieder hier auftauchen. So, weg mit der Quantenhab hier. Quantumhab hier dann halt eben. Ja, okay. Proteon, Modulgeist. Nimmer wiedersehen. Mr. Beta Strike Boss. Das meine ich jetzt halt wirklich so, weil an sich ist er der Boss vom Beta Strike gewesen. Na gut, das sollte eigentlich jeder wissen, der das gespielt hat. Wer auch immer das war. Ich jedenfalls war einer von den Menschen.
Also, ja, vor allem einer von so. Ja, komm. Da ja, komm. Das. Okay. Das war ein schnelles Ding. Was haben wir denn gerade komplett zerberstet hat? Was hältst du von diesem Vorfall? Na gut. Aufzeichnungen zeigen, dass die Kabale den Geist entdeckt und sich ihren Weg gegraben haben, um ihn einzunehmen. Wunderbar. Hätten sie das geschafft, hätte es eine 60-prozentige Chance gegeben, dass dieser Planetoid in den darauffolgenden Kämpfen zerstört worden wäre. Zum Glück hat der Captain das verhindert. Ja, ist doch wunderbar. Damit würde ich auch sagen, war es das für diesen Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.